Reichen ist die Rettung. Von jeglichem Leid, das ist die Heilung. Und es wird sich rächen, trinkst du den Schnaps. Von Scheiß zu Scheiß! Vielen Dank, ja, der Beifall ist berechtigt. Also nicht allein für uns, sondern überhaupt für den Inhalt dieses Liedes. Und da wir nun mal schon beim Schnaps angelangt sind, singen wir jetzt ein Lied über den Schnaps, ein Loblied. Jeder Schluck ist ein guter Schluck. Heute wirst du wahrscheinlich schnellster Gitarrenspieler von ganz Leipzig. Bist du schon? Ja. Ja, genau. Muss ich auch sagen. Ich habe gerade die Wirtin schimpfen hören. Das passt sehr gut zum nächsten Lied. Es ist die harte Wirtin.
ein Scream und die Wirtin lacht, alle mal einstöhnen, fragen muss das sein. Und die harte Wirtin trinkt es, wird es Wein. Manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter. Manchmal ist es kalt, manchmal im Winter. Manchmal ist es kalt, manchmal im Winter. Manchmal ist es kalt. Manchmal im Winter, manchmal ist es kalt. Ach, da hört sich auf. Im Wald, da Land fällt er die Fichte mit seiner scharfen Axt, zerteilt sie fein zum Brennholz, das ist nur so knackst. Manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter. Dr. Bittelstein, schnellster Akustikgitarrist von Holstein Ernstthal! Manchmal in der Frühe, weißer Tag schon grau, kommt der Wirt nach Hause zu seiner herben Frau. Schon erwartet, weil sie ihn ja braucht. Das Holz kommt in den Ofen, damit er Schornstein braucht. Manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter, manchmal ist es kalt, manchmal im Winter, manchmal ist es saukalt, ja. Dankeschön, ja. Aber wir wissen ganz genau, dass unsere Wirtin nicht so eine harte Wirtin ist. Ja. Ich habe das nur als Brücke benutzt. Jetzt gerate ich dadurch natürlich ins Schleudern in der Geschichte, wie sie weitergeht, weil eigentlich gibt es dann bei der harten Wirtin ein Hinterstübchen. Weiß nicht, ob das hier so ist. Und in dieses Hinterstübchen wird das ganze Holz gebracht. Und es wird eingeheizt. Und es wird warm. Und es wird wohlig. Und es beginnen die Spiele, die im russischen Winter so sehr beliebt sind. Gefesselt. Ließ sich binden, ich schnürte sie gar kunstvoll ein.